Oh Gott. Ja. Richtig, Alter. Ja. Oh Gott. Hi, alles klar bei euch? Ja, klar. Und wenn wir jetzt schon mal gerade bei unangenehmen Storys sind. Jo, was geht ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Oh, jetzt werden wir hier gleich schon gechallenged, ein bisschen abzufiltern. Der heutige Tag war auf jeden Fall schon sehr ereignisreich. Für die Leute, die mich bei Instagram verfolgen, die wissen das schon, dass ich ja einen kleinen Fetisch dafür habe, immer mit einer leeren Tankanzeige zu fahren. Es musste einfach irgendwann passieren und heute war es soweit. Ich wollte eigentlich nur 1 Kilometer fahren, weil ich schnell was erledigen musste. Und die Tankanzeige, ich kenne sie eigentlich schon echt gut, aber anscheinend noch nicht so gut. Ich stand als drittes Auto bei der Linksabbieger und es wurde grün und auf einmal ging mein Auto einfach aus und ich dachte, oh nein, dieses Mal hast du es einfach zu weit ausgereizt. Und ich stand, es war einfach so unangenehm. Ich habe Warnblinklicht angemacht, habe einen Kumpel angerufen, habe dann auf meinen Kumpel gewartet, nachdem ich das Auto auf den Straßenrand geschoben hatte. Der war zum Glück so freundlich gewesen, zur Tankstelle zu fahren, einen Kanister mit 5 Liter Benzin vorbei zu bringen. Benzin over, Bitches, ich liebe den Gestank. Hab das dann schnell aufgetankt und mein Auto ist wieder angesprungen. Und wenn wir jetzt schon mal gerade bei unangenehmen Storys sind, scheffer ich gleich noch eine unangenehme Story raus. Und zwar war das so vor 8 Jahren ungefähr. Ich wollte feiern gehen mit 2 Kumpels und ich war eigentlich immer so ein bisschen der, um den sich die Leute Sorgen gemacht haben, dass er natürlich reinkommt, weil wir sind immer meist in Elektroclubs gegangen. Ich hatte ja damals auch aufgelegt als DJ und war in so einem DJ-Freundeskreis gewesen. Deshalb sind wir halt immer in Elektroclubs gegangen und wir wollten zu dritt feiern gehen. Und da ich meist ein bisschen prolliger aussah, haben wir uns immer Sorgen gemacht, dass ich nicht reinkomme. Und als wir an der Tür entstanden, ich will hier reinkommen, hast du verstanden? War ich der Einzige, der reingekommen ist und die anderen beiden sind nicht reingekommen. Wir hatten uns dann kurz abgesprochen, dass sie nach 1,5 Stunden wieder versuchen, es nochmal zu probieren an der Tür. Weil die Türsteher, die wechseln ja manchmal auch oder die vergessen das dann halt, wie die Leute aussahen. Ich bin dann halt schon hoch. Ich war auch schon ein bisschen angetüdelt. Bevor ich tanzen gehen wollte alleine, dachte ich mir, ach, da holst du dir noch 2 Tequila an der Bar und dann geht's ab auf der Tanzfläche, der Tanzbein schwingen. Ich meinte zum Barkeeper, yo, was geht? Was geht, du Cooler? Ich hätte gern 2 Tequila und Tequila trinkt man ja normalerweise, dass man ein Stück Zitrone dazu kriegt, Salz dazu kriegt. Man leckt dann halt erst das Salz ab, trinkt den Tequila-Shot und beißt danach in eine Zitrone rein. Als der Barkeeper mir meine Tequila hingestellt hatte, waren es auf einmal 3 Shotgläser gewesen. Und in meiner Euphorie dachte ich, ha, der war ja dumm. Ich habe doch nur 2 Shots bezahlt, hat der mir erstmal 3 hingestellt. Ja, der Club war auch sehr dunkel gewesen, muss ich dazu sagen. Also ich konnte schwer was erkennen. Die Bar war ziemlich voll gewesen. Neben mir saß noch ein Pärchen, die mich auch immer mal wieder angeguckt hatten. Ich dachte mir einfach, geil, ist der dämlich, hat er mir einfach mal 3 Tequila-Gläser hingestellt. Nice, 1 for free. Ich nehme das erste Tequila-Glas in die Hand und setz an, wollte es natürlich wegexen. Auf einmal war meine komplette Fresse voller Salz gewesen. Ich hatte einfach 4 cl Salz in meinem Mund gehabt. Weil mir das so unangenehm in dem Moment war, das Pärchen neben mir hat mich so schockiert angeguckt, habe ich einfach die anderen beiden Tequila-Shot-Gläser auch einfach hintergekippt. Gleich danach, habe dann in die Zitrone reingebissen,
immer kurz geklatscht und dachte mir, jawohl, erstmal ab auf Klo. Das Pärchen neben mir hat mich so entsetzt angeguckt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, ich bin dann erstmal auf Klo und habe mir fast meinen kompletten Magen erstmal rausgekotzt. Alles klar? Ja. Was geht? Wie bitte? Machst du Video, oder? Ja. Willst du rein? Willst du dein Instagram sagen? Ja. Dein Instagram? Ja. Kolevo. Alles klar, checkt ihn aus. Ja. Wohnt Vater? Bitte? Wohnt Vater ihr? Nein, ach so, okay. Juti, ich muss rechts abbiegen. Ciao, ciao. So schnell geht's. So schnell trifft man den. Kolevo. Warte. Alles klar? Hey, bist du mehr? Ich bin da gerade richtig, Alter. Ach, musst du gar nicht. Alles cool. Willst du eine Autogrammkarte und ein Foto? Bitte? Willst du ein Foto machen? Ja, gerne. Ja? Halten wir da vorne mal an. Oh, eigentlich hätte ich da gerade anhalten können. Oder hier in der Bucht. Ah, shit. Halten wir gleich an? Ja, ja, keine Sorge. Keine Sorge. Wir halten gleich an. Nur noch ein bisschen. Ich fahre mit ihm so ein langes Stück, ey. Halten wir da vorne mal an. Muss los, Bruder. Ich hätte schon viel früher anhalten können. In den Haltebuchten. Wie geht's dir? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Philipp. Was hast du da, Schickes? Eine Honda CBR 125. Welches Baujahr ist das? Das ist ein bisschen älter, wa? Ja, 2007. Zufrieden? Ja. Zufrieden damit? Ja. Ja? Na, dann holen wir den Handy raus, dann machen wir mal ein Foto. Ach, hast du den Schlüsselanhänger geholt? Nice, Digga. Du bist der Erste, den ich sehe mit meinem Schlüsselanhänger. Ja. Einen schönen Feierabend hier heute noch. Jo, ja, bis denn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. What the fuck, Alter? Kann man denn so heftig bei Rot fahren? Hätte da der Autofahrer nicht aufgepasst, wärst du tot! Obwohl, Kulewu hätte dich gerettet. Ich hätte mich so vor das Auto geworfen. Oh Gott. Ja. Soll ich machen? So? Warte mal, wir machen nochmal so. Ja, alles klar. Ich hätte doch eh hier angehalten, Bro. Lustig. Süß. Wollen wir die Luftballons mal retten? Nee. Ja, jetzt ist die Frage, wohin damit? Wohin damit? Ich schmeiße weg. Oh, nimm dir. Hi, alles klar bei euch? Ja, klar. Ja, kein Problem. Woher kommt ihr? Mecklenburg. Mecklenburg? Na dann, viel Spaß noch in Berlin. Die Sonne neigt sich langsam dem Ende. Bald könnt ihr nichts mehr sehen. Von daher beende ich jetzt hier diesen Vlog. Aber es dauert ja meist nur 2 Tage, bis der nächste Vlog kommt. Wenn euch der Content gefällt, den ich bringe, lasst doch einfach mal ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Das war's von mir. Coole Wuß raus. Bis dann, ihr Coolen. Tschüss.
das.